Guten Morgen, liebe YouTuber, und ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Jetzt haben wir 5 Wochen Adventszeit vor uns. Ja, ich mache jetzt mal einen kleinen Vlog. Und ja, gestern war bei uns Weihnachtsmarkt, bei uns im kleinen Dorf, ist immer ein Tag vor dem ersten Advent. Da war ich gestern, es ist ziemlich schnuggelig an der kleinen Feuerwehr bei uns, die wir haben. Da war ein Zelt aufgestellt und innen drin konnte man dann ja, gehäkelte Decken und sowas alles konnte man da kaufen. Und man konnte heiße Wecken, wollte ich jetzt gerade sagen. Nein, das waren, wie heißt der denn hier? Waffeln. Waffeln und Kakao und Bratwurst und Fischbrötchen und Glühwein und Cola-Korn und das kennt ihr wahrscheinlich auch alles so ein bisschen, aber so in Weihnachtsstimmung bin ich gestern tatsächlich nicht gekommen. Ja, jetzt heute Morgen, ich grüße erstmal den lieben Christian, den lieben Enseno. Es hat sich ja etwas ergeben von Birnenblatt. Die haben sich gemeldet vor jetzt 3 Tagen. Na, ich habe es gestern erst gesehen in meinem Live-Ticker hier bei dem Telefon. Und es gab jetzt tatsächlich vor einem Jahr, gab es ja schon mal, dass von Blair Witch Projekt 1 bis 3 eine Piece of Art Box rauskommt. Dieses Jahr soll es endlich soweit sein. Das Ganze wird am 31.12. vorzubestellen sein. Ich weiß das nur nicht, ob vorbestellen oder ob der denn tatsächlich am 31. wirklich denn veröffentlicht wird. Ich denke wohl mal eher nicht. Ich denke wohl mal eher, dass der 2023 veröffentlicht wird. Auf gut Glück habe ich da jetzt heute mal bei Mediamarkt bestellt und habe mir das Ding jetzt halt mal vorreserviert. Werde ich schauen. Ich habe dann eine Mail rausgeschickt heute Morgen und ich bin mal gespannt. Und dann gibt es auch noch eine Überraschung und zwar haut Nameless Resident Evil 1 und Resident Evil 2 raus. Resident Evil 1 in 2 Cover-Motiven und Resident Evil auch in 2 Cover-Motiven. Das Ganze blende ich euch hier jetzt auch nochmal ein. Und dann habe ich mir hier tatsächlich noch einen Film vorbestellt. Dann habe ich mir hier als nächstes Halloween Night im wattierten Mediabook bestellt. Dieses wird am 12. nächsten Monat. Müsste ich gleich nochmal nachrecherchieren, aber auf jeden Fall habe ich das im wattierten Mediabook bestellt. Das hat sich auch richtig gut angehört, was in diesem sogenannten Weihnachts-Slasher passiert, in einem Mediabook. Bleibt sich abzuwarten, ob der wirklich ein Mediabook wert ist. Das Covermotiv kommt von Ralf Krause übrigens. Und es kommt jetzt auch noch eine große Box raus, Frighteners. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere, ist eine, ja, ist so eine Horrorkomödie. Hier kriegt man dann natürlich auch noch Szenen von hier, der Ausbilder aus Full Metal Jacket spielt hier auch in diesem Film mit und es wird so ein bisschen aufs Korn genommen. Jamie Foxx spielt hier auch mal wieder mit in einer etwas jüngeren Rolle. Hier gibt es die komplette Sache. Ich bin hier jetzt einfach mal auf Movie Lou gegangen. Ne, könnt ihr euch das hier mal angucken, wie die große Box aussehen wird. Die kostet 66,66 Euro. Davon gibt es 2 Exemplare davon. Und für Leute des Filmfans werden da bestimmt auf ihre Kosten kommen. Und zu guter Letzt Fußball. Ja, ich möchte eigentlich diesen Kram gerne boykottieren. Heute Abend um 20 Uhr Spanien gegen Deutschland. Ja, da halte ich lieber meine Fresse auch hier mit dem Thema, mit der Armbinde. Ja,
schon sehr, sehr viel gelesen auf Facebook und Co. Und muss schon sagen, ich halte da lieber meine Fresse. Ansonsten, ja, wird man aus YouTube rausgemädelt. Das könnte durchaus passieren. Ja, ich glaube, damit habe ich es, glaube ich. Ja, das waren eigentlich ganz, ganz brisante Themen eigentlich heute. Ja, und wie gesagt, Flohmarkt ist heute, glaube ich, nicht. Nicht, dass ich wüsste. Und ja, ich wünsche euch und eurer Familie heute einen schönen ersten Advent. Und Leute, haut rein, ne?